ihr schon immer wissen wolltet. Über Verdauung. Hallo. Ist das nicht total komisch? Erst ist es ein leckeres Fischstäbchen. Und ein paar Stunden später sieht es so aus. Und lecker riechen tut's auch nicht. Ich find's schon. Also, was genau passiert zwischen dem hier und dem hier? Spannende Frage. Oh, hier stinkt's. Hier ist etwas Leckeres zu essen. Da drin sind viele Nährstoffe, die dein Körper braucht. Das Gehirn zum Beispiel. Ich brauch Zucker! Okay, okay. Als erstes müssen wir die Nahrung zerkleinern. Hiermit? Nein. So natürlich. Kauen. Am besten so richtig gründlich. So entsteht ein Brei, der mit Speichel vermischt ist. Der wird runtergeschluckt. Damit nichts stecken bleibt, zieht sich die Speiseröhre zusammen und befördert die Nahrung in den Magen. Der holt die Nährstoffe aus der Nahrung. Dazu hat er Magensäure aus der Bauchspeicheldrüse. Das bin ich! Die Magensäure macht aus dem Brei einen noch dünneren Brei und befreit Nährstoffe, die im Nahrungsbrei drin sind. Nächste Etappe, der Darm, ein langer Schlauch. So lang wie ich. Die Darmwand holt aus dem Nahrungsbrei noch mehr Nährstoffe und gibt sie weiter an den Blutkreislauf. Essen! Und was passiert mit dem Rest der Nahrung? Der Rest geht durch den Dünndarm, vorbei am Blinddarm. Hallo? Durch den Dickdarm. Dabei verabschieden sich noch mehr Nährstoffe und ein Großteil der Flüssigkeit. Tschüss, macht's gut, goodbye. Und was dann übrig bleibt, ist Kaka. Die wartet im Mast- und Enddarm darauf, dass sie raus darf. Und jetzt musst du aufs Klo. Das war's. So wird aus dem Apfel Energie für deinen Körper, Jackpot! Und ein Riesenhaufen Kaka. Igitt! Aber sogar Kaka ist noch für was gut. Hurra! Alles für mich! Also, macht's gut, ihr Schlaumeier. Und wenn ihr was wissen wollt, schreibt einfach eure Frage unter diesen Post. Vielleicht wird bald ein Film draus. Tschüss!